Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und hier mal so ein. Ich starte heute mal mit dem blinden Huhnangriff. Also auch das blinde Huhn Thorsten findet ab und zu mal ein Korn. So jeder 200. Angriff von mir wird dann auch mal mit hohen Sternen belohnt und hohen Prozenten belohnt. Ist ja gar nicht so mein Ding, aber tatsächlich kann man im Moment mit der Truppe recht viel reißen. Also Packer Smash ist schon in aller Munde und irgendwo holst du, denke ich mal, immer wieder hohe Prozente raus. Und ja, dem einen oder anderen schmeckt das nicht so, dass man gerade in der einen oder anderen Liga ist das sehr, sehr mau, dass man gerade mit der Taktik sehr viele Prozente holt, wenn nicht sogar einen Drei-Sterner holt. Aber Augenmerk ist mal auf den Felsenwerfer hier und sein Inhalt. Guckt euch das ruhig genau an und guckt euch ruhig meine verworfenen Sprungzauber an. Also der erste war ja noch so halbwegs in Ordnung, der zweite war dann eher mies, weil ich nicht gesehen habe, dass meine Truppen hier so eine Lane hier runterrennen. Aber jetzt geht mein Felsenwerfer auf hier und ich war doch sehr überrascht, wie lange so ein paar Loons, 8 Loons hier überleben können. Gut, wenn natürlich die Luftabwehr ist und die restlichen Truppen tanken alle schön die Bogenschützentürme, also alles, was den Loons vor allen Dingen wehtut und auch den X-Bögen hier. Queen ist oben jetzt gleich im Inferno drin. Das heißt also, der schafft das da jetzt, die Queen niederzumatchen, aber die Heiler switchen jetzt. Erstmal noch ein bisschen Glück gehabt. Und Luftabwehr schießt jetzt zwar schon so ein bisschen auf meine Loons, aber die packen das trotzdem. Die waren jetzt auch so ein bisschen auf den Heilern drauf. Und die Loons fliegen hier immer noch weiter. Also ich habe auch da habe ich schon gedacht, oh Toto, das können ja mal ein paar nette Prozente werden. Das war jetzt kein kopierter Angriff, so wie es im Titel eigentlich steht, sondern den kopierten Angriff mache ich heute mit euch. Deswegen wird das eigentlich auch eigentlich wird es gar nicht so eine lange Folge. Aber ich habe mal gedacht, bevor mir das wegläuft, und es passt mal ganz gut, ist ja auch eher selten, werdet ihr gleich sehen, dann kann man mal einen Angriff kopieren. Allerdings nicht 12 auf 12, sondern ich kopiere heute einen Angriff Rathaus 12 auf Rathaus 11. Ist noch mal ein bisschen was anderes. Warum ich das mache, erkläre ich euch gleich. Aber wir gucken uns erstmal das Ende hier an. Das war nämlich ultra knapp hier. Meine Truppen werden jetzt natürlich nicht zum Inferno laufen. Außer der Warden stellt sich wieder genau daneben und verglüht quasi schon in der Hitze des Infernos. Jetzt ist auch eher Geschichte, okay. Aber meine Truppen rennen jetzt erstmal aus dem Infernestrahl oben raus auf 12 Uhr. Und die Heiler switchen gleich noch auf die Bowle. Aber ich glaube, Heilzauber und dann der Single Inferno, das tut sich auch nichts. Also das bringt dann mal gar nichts. Denn der brennt durch in jedem Fall. Ich hatte aber noch genug Truppen. Das habe ich gar nicht so gesehen im Dingewusel. Und die Bounces von den Bowlern hätten, glaube ich, den Inferno auch noch geschafft. Aber, tja, mal ein blindes Huhn-Prinzip hier vom Toto ist wirklich selten. Den Screenshot muss ich mir wegheften und an eine Wand heften. Denn so selten, wie ich hier 3 Sterne hole, dann muss ich das schon feiern, muss ich sagen. Okay, aber wir bleiben im gleichen Clankrieg, also einen Angriff kopieren. Ich habe gestern ja live gestreamt auf Twitch TV und irgendjemand meiner Zuschauer hat dann gesagt, ah Toto, den habe ich heute gedreiert. Eure Nummer 1, die ihr im Moment gerade in dem Clan Herausforderer habt, die habe ich heute beim Clan Spätzle mit Soße gedreiert. Okay, wir gucken uns mal an, um welche Base es sich da handelt. Denn es war, glaube ich, die Nummer 3 hier vom Harmlos, also auch 3 Sterne. Wir gucken uns die Base kurz einmal an. Ich glaube, die ist relativ bekannt, ich weiß es nicht genau. Und wie er das hier macht, er geht hier also mit Drachen vor. Und die Elfer Base werdet ihr gleich sehen, wenn ich dann aufs Tablet springe mit meinem Rathaus 11 Account, ist genauso aufgebaut. Ein ganz kleines bisschen. Natürlich gibt es kleinere Änderungen, denn das Rathaus 12 hat natürlich einen Inferno-Turm mehr, hat einen Tesla mehr und dementsprechend aber der Base-Ausbau ist der gleiche, also die Anzahl der Mauern ist gleich und hier stehen die Luftabwehren, werdet ihr aber gleich sehen, noch ein bisschen zentraler hier am Adler. Das ist bei dem anderen nicht so. Vielleicht ist das auch hinderlich. Müssen wir mal gucken. Zudem hat die andere Base, glaube ich, ein Single Inferno. Da muss ich mal sehen, wie wir da vorgehen. Aber wir gucken uns erstmal an, wie der Vita das gelöst hat. Ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein. Er fängt hier also an mit den Ice Golems und mit Batspell. Ohne Wut, ohne alles. Das heißt, nee, doch, da war doch schon Wut drauf. 2 Wut hat er ja dabei gehabt und hat jetzt noch 1 Wut und hat noch 2
Friesszauber dabei. Jetzt sind die Luftabwehren hier schon weg. Ich glaube, das war so ein bisschen der Schlüsselpunkt. Mal sehen, vielleicht wird das bei dem Elfer-Angriff nicht so gut gelingen. Hier wird jetzt erstmal weiter gefunnelt mit zwei Babydrachen. Die gehen dann hier unten ganz, ganz behende lang. Und hier kommt er jetzt mit den Drachen. Außen wird gefunnelt, das heißt nicht gefunnelt, sondern außen wird ein bisschen geklärt, dass es die Drachen nicht nach außen zieht. Und was ich natürlich jetzt mit meinem Rathaus 11 auch nicht bedenken muss, ich habe kein Rathaus 12 vor mir, was dann auch noch feuert, sondern ich habe nur, ich sag's mal, nur ein Rathaus 11 dabei. Und dementsprechend brauche ich natürlich jetzt nicht darauf Acht geben, wann ich meinen Warden irgendwo überm Rathaus zünden muss oder sowas. Den muss ich mir dann anders aufsparen. Hier sind jetzt etliche Luftfallen am Rathaus und auch noch die X-Bögen feuern natürlich enorm. Jetzt die Warden-Fähigkeit hier genommen und ganz spät den Slammer hier noch mit reingenommen. Seht ihr hier unten auf 3 Uhr kam der Slammer hier mit rein. Schon schön gemacht von Vita, also von Harmlos. Und guter und netter Tipp, muss ich sagen, dass man das so sieht. Ich weiß nicht, macht ihr das auch so, dass ihr natürlich ab und zu mal seht, so nach dem Motto, du, die habe ich schon mal gedreiert, guck mal, Clan Krieg XY oder aber sonst wo. Wir machen das doch relativ häufig. Und posten auch immer mal wieder Videos von anderen YouTubern oder anderen Angriffen im Discord, um dann zu zeigen, hier, guck mal, bei 322 den Angriff kannst du kopieren. Also so ein Angriff, ich weiß nicht, den kann man natürlich kopieren auf Rathaus 11. Ich habe etwas weniger Truppen zur Verfügung. Ich habe nur 9 Drachen dabei, denn der Rathaus 12 hat ja 280 Truppen. Ich habe als Rathaus 11 260 Truppen. Das heißt, ich lasse einen Drachen weg. Aber der Rest ist gleich. Ihr werdet das gleich sehen. Ich werde jetzt mal aufs Tablet zwischen, sodass wir ja mal einen Angriff kopieren. Ich weiß nicht, ob das eine coole Sache ist. Ich habe mir das für heute mal überlegt, weil das passt. Denn die Bases sind fast exakt gleich. Also wir switchen mal rüber auf den Avatar und dann machen wir einen Live-Fail oder einen Live-Freiständer. Okay, Leute, ich bin startklar mit dem Rathaus 11 hier. Ihr seht, meine Truppen, ich hatte das ja schon gesagt, ich habe jetzt einen Drachen weniger und vielleicht lasse ich mir auch noch einen Loon offen. Und wir gehen jetzt auch mal rein ins Geschehen. Ich hatte mir die 6 hier markiert. Ich habe nur eine Chance, also das kann jetzt eine Finte werden oder das kann ein guter Angriff werden. Also alles ist möglich hier. Wir werden sehen. Ihr seht, die Base ist exakt gleich, außer dass er, glaube ich, hier oben, da ist der Single Inferno, der könnte natürlich meinen Drachen wehtun. Und hier hat er nur ein Kanönchen. Ziel war sicherlich, den Adler hier wegzubekommen. Aber mal sehen, wie meine Bets hier fliegen, wenn ich denn doch hier mein Betspell voll auf die Kanone baller. So genau weiß ich das noch nicht. Ich fange einfach mal an. Und also hopp oder top, no fun, no faction oder no action. Irgendwie so tolle Sprüche gibt es ja. Und Warden steht auf Luft. Alles grün, alles grün, alles grün. Dann gehen wir mal rein. Mal sehen, ob meine Ice Golems auch schön die Magiertürme hier außen tanken. Und ich gucke mal, wie er das gemacht hatte. Ich glaube, er hatte, ich muss mal eben schauen, einen da. Und jetzt kommt hier die Bad Spells hier mit rein. Einmal den Wutzauber hier mit rein. Und dann müssen die jetzt so ein bisschen was reißen. Gucken wir mal, wie weit die jetzt erstmal kommen. Also Adler ist sicherlich Ziel, der Adler ist weg, wunderbar, gehen schon ein bisschen nach unten, gehen hier auch ein wenig auf die Luftabwehr, allerdings jetzt im Multi drin, das ist nicht ganz so schlimm. Dann funneln wir hier mal weiter und ich würde sagen, ich setze hier außen jetzt schon mal einen Drachen und nehme hier jetzt meinen King mal mit rein, Queen hier mit rein, sodass hier schon mal gefunnelt werden kann und dann kann ich jetzt gleich die Meute hier rüber schicken, mal sehen. 1, 2, 3, 4. Ich nehme jetzt mal nur 4 Drachen, beziehungsweise 4 Loons mit, den Warden hier mit rein und damit ist unser Funnel erstmal perfekt. Jetzt muss ich mal schauen. Okay, das hat jetzt den King da gerade gerissen. Meine Queen hier zünden und mal gucken. Hier mal ein Frost drauf und
Ja, die gehen noch ganz gut. Die gehen noch ganz gut durch. Ich glaube, ich muss hier jetzt doch mal den Slammer hier bringen von außen. Ich glaube, den bringe ich mal von hier. Und von hier nehme ich noch zwei Loons mit rein. Den hier nehmen wir noch mal in Frost. Mal gucken, wie meine Drachen jetzt noch hier durchfliegen. Meine Queen ist allerdings jetzt schon weg. Okay. Und der Inferno, ah komm, der Inferno muss down gehen. Die Queen wird jetzt dort sich den Slammer annehmen. Okay, aber meine Drachen sind schon auf der Hut. Sieht eigentlich ganz gut aus. Sieht eigentlich ganz gut aus, dass man den kopierten Angriff hier hinbekommt. Und Luftabwehr muss jetzt dringend noch weg. Jawohl, zeitmäßig 1 Minute, 8 Sekunden, 6 Sekunden. Das sieht ganz gut aus. Der kopierte Angriff funktioniert. Ich bin so froh, Leute. Ich habe nur eine Chance immer, wenn ich hier aufnehme. Und ich kriege keine zweite Chance. Also hopp oder top. Und dieses Mal war es tatsächlich top. Also gute Idee hier. Danke dir, Vita, für den echt netten Tipp hier. Und ihr seht, auch hier kleiner Oben. Na, ich will nicht sagen Overkill, aber ich glaube, die Taktik ist ganz gut. Der Feger hat mich jetzt nicht so ganz gestört. Manchmal, ich bin ja gern Fegerfroster, aber ihr seht, dass meine ganzen Loons sind noch da zum Cleanup hier. Der King stört, glaube ich, nicht. Kein Troll-Tesla hier. Wunderbar. Und so sind das hier 3 Sterne. 30 Sekunden noch Zeit. Das sieht sehr, sehr gut aus. Außer die gehen jetzt alle erst auf den King. Und nichts geht hier aufs Lager. Aber der Warden nimmt sich hier auch den King an. Okay. Und macht hier jetzt noch das Lager. Also 3 Sterne. Boah. Jo. Könnt ihr mir mal in die Kommentare reinschreiben, ob das was bringt, wenn man so Angriffe kopiert, also auch mal auf seine Teammates hört und sagt, nimm mal exakt die gleiche Truppe, setz sie mal genau so und mache das so ein ganz kleines bisschen anders. Also so kann es natürlich dann funktionieren. Und Tatsache hier, 3 Sterne von mir. Im Moment sieht es richtig, richtig gut aus hier im CK. Der Gegner müht sich hier auch noch so ein bisschen, aber wir haben noch reichlich Angriffe offen. Haben jetzt auch erst 18 und 38, sind hier im 3-Sterne-Bereich auf jeden Fall schon etwas vor. Und wir haben auch noch selber, glaube ich, ein, zwei 12er-Angriffe, 3 12er-Angriffe sogar noch. Ne, 4 sogar noch. Der Homebutton kann ja auch noch angreifen. Und Avatar, Mr. Master, wir können uns jetzt ganz, ganz genüsslich hier die anderen Bases vornehmen. Mal sehen, wer jetzt die 7 nimmt. Bin ich jetzt echt mal gespannt. Und naja, okay, es ist mir gelungen, den Angriff hier zu kopieren. Kann man mal so machen. Denke ich mal. Also wie gesagt, schreibt mir das ruhig unten rein, ob ihr das genauso macht oder so ähnlich macht. Also gerade Rathaus 12 und Rathaus 11 sind ja schon sehr ähnlich. 20 Truppen weniger, Zauber sind gleich. Die Base könnte die gleiche Größe haben, da die Mauernanzahl ja nicht gewachsen ist von 11 auf 12. Da kann man so machen. Ich bin ganz zufrieden, Leute. Danke nochmal an den Vitali für den echt guten Tipp. Und danke an Toto für die Durchsetzung. Ich würde sagen, habt weiter ein schönes Wochenende. Denkt dran, Leute, morgen fängt die Liga an. Und morgen läuft der Pass aus. Also 21 Stunden noch. Nicht vergessen, den Pass abholen. Und dann teilt ihr euch schön auf in die Liga. Dann sehen wir uns in weiteren Videos. Bis dahin, euer Toto. Best.